Deutsch. Vor einer Firma. Sie können mich auch Elena nennen. Und er ist mein Kollege, Herr Hong. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Ich bin auch Hong. Hallo, Herr Hong. Guten Tag. Ich freue mich. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ja. Wie war der Flug? Ja. Gut. Haben Sie schon Hunger? Nein, nein, wir haben während des Fluges zweimal Speisen an Bord. Was machen wir jetzt? Zur Firma gehen, oder? Boulevard Station landet auf dem zweiten Platz der schönsten U-Bahn-Stationen weltweit. Auch die andere Central Park Station, ebenfalls in Kaohsiung, steht seinem prominenten Nachbarn in Nisnach. Sie landet auf Platz 4. 4? Ja. Das ist wirklich verblüffend. Ich dachte, Taiwan ist eine kleine Insel. Kaum vorstellbar, dass das Design des Bauwerkes in Taiwan so ausgezeichnet ist. Ja, ich freue mich immer mehr auf die Zusammenarbeit. Mm. Ja. Können Sie bitte uns die Eigenheit der Station vorstellen? Ja, gerne. Die beiden Oberstationen bestehen durch individuelles Design. So zum Beispiel die Formosa Boulevard Station geschmückt mit der größten öffentlich zugänglichen Kunstinstallation, dem sogenannten Dome of Light. Was bedeutet Dome of Light? Okay, sehen Sie da oben die aufwendig gearbeitete aus Glas erzählt die Geschichte des menschlichen Lebens. So, wichtigste Botschaft ist die der Liebe und der Toleranz. Ist die Designer ein Taiwaner? Also, nein. Ein international bekannter Künstler hat es gezeichnet. Er heißt Narcissus Cogliata und ist ein Italiener. So. Außerdem
residence has Delhi's glass studio in Deutschland, das merkwürdige Glaskunstwerk angefertigt. In Deutschland? Wir müssen mehr über unser Heimatland erfahren, oder? Ja. Herr Koplerta hat eine Entwurfsidee betont. Wenn man nach oben auf die Kuppel blickt, kann man auch eine aussuchen, in der man träumen kann. Es sieht aber wirklich schön aus. Ja, das Design des Bauwerkes in Verbundenheit mit Gemälde und der Baukonstruktion ist sehr wert und eindrucksvoll. Liebe alle, wir gehen jetzt nach oben. Ich möchte Ihnen das Herz der Station vorstellen. Das Gebet. Gebet? Gehen wir. Okay.